unserem Ecke. Ja. Und stopp. Und jetzt? Hurra! Wow! Hast du das gemacht? Hey, das ist ja super! Wahnsinn! Hey, du siehst ja aus wie... Geht's eigentlich noch? Was? Ja, also, sag mal. Hey, ja, das ist doch das Zeug. Jetzt lege ich mich nicht an. Und das Hemdli, das ist ja wie dein alte Hemdli. Nein, aber du hast doch übertrieben, gell? Nein, das ist genau so gewesen. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist sicher nicht so. Ist gut, so ist das gewesen. Wir wissen, dass ihr streiten könnt. Aber wir wissen auch, dass ihr euch noch liebt. Und darum für euch ein Candlelight-Dinner an der... Überraschung! Ha! Was? Nein! Bitte. Also... Komm! Mami? Nehmen Platz, der Herr. Grazie. Grazie, Signore. Si. Ein Schluck Wein? Da Wein schenken? Sehr gerne. Si. Gut. Das ist ja... So. Und anstoßen. Saluti. Salute. Hey, da hat der Zapfen. Wie habt ihr denn das Hahne gekriegt? Ja, das ist ja genau. Aber der beste Wein von der Welt. Und jetzt? Küsse. Oh nein, merci, Nena. Ich habe genug gehabt. Du, aber früher hast du ein bisschen mehr verdreht, Sarinski. Komm. Ah, früher. Ja, komm jetzt, komm. Ah, okay. Wow. Das ist ein Service. Grazie. Auf die Lena. Auf die Lena. Weil sie es so gut hat gemacht. Du, Lena, ich möchte dich nicht stressen, aber gibt es irgendetwas anderes als... Okay, Jungs. Was? Wir müssen machen, die wollen Pizza. Los. Dann tut es noch hin. Da. Was? Achtung! Noch ein bisschen Tomaten. Mach viel scharf drauf. Dann gehört, dass ich Aphrodisi. Dingsbums. Schau, ich kann den Ofen aufmachen. Wir können noch ein bisschen Rübe drauf. So. Bleib top, komm, das lang. Was machst du da? Ich check die Geo-Aufgabe nicht. Jetzt bin ich aber gespannt, was kommt. Hä? Warte mal. Wölfs Troganov. Kat. Pizza Rucola! Mit Emmentaler. Meine Lieblingspizza. Hä? Super. Toll. Mann, ich check das einfach nicht. Mal, schau jetzt. Das ist logisch. Ja. Wenn du Alpha kennst, dann weisst du automatisch auch den kongruenten Winkel. Und dann tust du noch auf 180 Grad ergänzen und schon hast du es. Hey. Ja. Fuck! Dessert! Oh. So. Ist gut? Hey, was ist mit dem Schlagerrahmen und der Schokostreusel? Braucht es nicht, kannst du selber essen. Lena hat gesagt, sie brauchen es wie im Original. Oh, Lena. Ich habe im Fall genug gehabt, immer nicht mehr. Gib's mir, wenn es das ist, was ich meine. Haha! Fruchtsalat! Ohne nichts. Und? Hoffentlich. Aus der Büchse. Hm. Ist himmlisch. Komm, probier gleich ein bisschen. Sehr gut. Super. Es ist super. Sorry, ich habe ein Blackout. Ich kann morgen die Prüfung nicht schreiben. Das haben wir mittlerweile auch gemerkt, junge Dame. Ich glaube, das reicht nicht mal für einen Nauer im Moment. Löffel. Vogelscheuche. Hör auf! Nicht mal ein Blödmann oder so. Dubu. Jungs, ich glaube, wir müssen etwas unternehmen. Oder? Wo sind wir nachher? Ich glaube, wir sind zu dir. Nein, zu dir. Nein. Wo? Ah ja, du hast recht. Gell? Ja. So, und wo gehen wir jetzt hin? Ins Hotel. Mhm. Ja.
Danke, Lena. Danke. Super gsi. Hallo. Und wie ist es? Ja, super. Sorry, muss ich gehen. Tschüss. Ciao. Hey, Lena. Hi. Du bist in meinem Fall verdammt leid. Weißt du, wegen Will? Ist schon okay. Ich glaube, das ist der grösste Schock als ich. Ich weiss nicht. Traust du mit mir mitzufahren? Ich fahre auch mega langsam. Und ich habe einen zweiten Helm dabei. Und ich fahre nur 20. Oder 5. Und ich halte jeden Zebrastreifen. Hi Fiona. Leck, du bist ja schon früh. Ja, ich wollte fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir die Geometrieprüfung verschieben. Nein, lass jetzt Fiona, das ziehen wir jetzt durch. Die anderen haben jetzt das ganze Wochenende geübt und sind parat. Das machen wir jetzt. Bitte. Nein. Grüß dich. Hi zusammen. Dir, wir sind das ganze Wochenende im Bett gelegen. Schweinegrippe. Mit keinen Strich lernen. Ja, aber Jungs, das hätte man doch früher sagen können. Wie wollte man das früher sagen? Anrufen. Sierra Damann, ich kann mir die Prüfung echt nicht verschieben. Ich habe meinen Fuß verstaucht und musste in Notfall. Ja. Hi zusammen. Wann fangen wir an mit dieser Prüfung? Ich bin voll parat und super drauf. Gut. Ich glaube, wir können anfangen. Es hebt. Es hebt. Ja. Sieht voll echt aus. Komm, Lili, zeig uns, dass der Marco beschissen hat. Oder ob er echt Weichei ist. Hey, aber nach der Lena bin ich dran. Ich habe nämlich ein Experiment vorbereitet mit 4 Eier. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ein Journey, der lügt nicht. Hört, hört. Komm, Lena, mach noch mal. Zeig, komm. So, okay. Womit wir bewiesen haben, dass ein Ei enormem Druck standhalten kann. Und ich glaube, somit müssen wir die Bezeichnung Weichei neu definieren. Okay, jetzt bin ich aber an der Reihe. Ich brauche nämlich alle Eier. Gibt es denn sicher beschissen? Du! Ah, Jula! Warum? Es ist wieder mal typisch. Ich habe gesagt, ich brauche alle Eier. Mann, ich habe es doch nicht extra gemacht. Avalos, ist das jetzt nötig gewesen? Avalos, auch wenn ich jetzt gerade wieder einen Eintrag bekomme, du bist einfach so eine dumme Kuh. Na toll. Jetzt fällt nur noch der Marco und er hat alle auf mir rumgekackt. Was ist? Fiona, das ist keine gute Idee. Entschuldigung, ich kann nicht. Jetzt packst du zusammen und gehst. Morgen schiebst du den Test noch nach. Aber in diesem Test hast du auf jeden Fall heute ein 2. Was ist eigentlich los mit dir? Seit dem Ei-Experiment spinnst du total. Ja, sorry. Ich weiss, dass ich halt manchmal ein bisschen übertreiben kann. Ein bisschen? Ich habe einen Eintrag wegen dir. Hey, und Jule hat vorher fast einen Nervenzusammenbruch gehabt. Hey, aber das ist nicht meine Schuld, Benni. Und das weiss ich ganz genau. Jula!
Es tut mir leid wegen vorher, aber du bist ja auch krass empfindlich in letzter Zeit. Das hört doch einfach auf. Wow, wow, wow. Nein! 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 Dass ich den Plan vom Tobi und dem Lukas versaut habe, wegen der Geoprüfung, das ist blöd gelaufen. Aber ich kann sie ja nicht schwecken. Und sie hätte mir auch etwas sagen können. Dann hat sie ja noch gespickt. Echt, Fini. Ich finde Spicken nicht gut. Ich habe es auch schon mal gemacht. Aber dann habe ich immer einen Mega-Stress. Verwünscht es mich jetzt oder nicht? Nein, Spicken ist nichts für mich. Dann lerne ich lieber. Aber wenn ich spicken würde, dann hätte ich schon ein paar coole Tricks auf Lager. Kannst du dreimal raten, von wem?